Herr Präsident, meine Damen und Herren! Den Vorschlag der gemeinsamen Dienstreise von SPD- und CDU-Senatoren würde ich auch von abraten. Man sollte die Zwangsgemeinschaft nicht auch noch auf Dienstreisen ausdehnen. Und ich glaube, dass das auch das seelische Wohlbefinden der einzelnen Senatsmitglieder befördern würde, wenn sie getrennt verreisen, meine Damen und Herren. Zweiter Punkt. Ich muss Ihnen sagen, in jeder Koalition gibt es Konflikte, das ist richtig. Aber das, was Sie hier in den letzten Wochen aufgeführt haben, das ist in gewisser Weise ein Novum. Das kenne ich nur aus der Endzeit der letzten Großen Koalition, da war das ähnlich freundlich. Meine Damen und Herren, aber wir reden ja über das Thema Fahrrad und deshalb einige Anmerkungen dazu. Erstens, der Vorschlag der Grünen nach breiteren Fahrradstreifen und Radwegen, da wo sie noch auf dem Bürgersteig sind und auf dem Bürgersteig bleiben müssen, ist richtig, wobei auch der Vorschlag und die Forderung richtig ist, dass man, wenn die Radwege noch auf dem Bürgersteig sind, man sie rechtzeitig vor der Kreuzung auf die Straße führen sollte. Das sind überfällige Maßnahmen und ich denke, da haben wir im Parlament auch eine Mehrheit und einen Konsens dafür, dass das umgesetzt wird. Zweiter Punkt, die Frage der Abtrennung auf Hauptverkehrsstraßen, also dass man, so wie es in Paris ist, zum Beispiel eine Art Bordsteinskante macht, ist in der Tat auch ein sinnvoller Vorschlag, weil wir ja nicht in der Lage sind, zu verhindern, dass auf diesen für den Radverkehr reservierten Streifen permanent irgendwelche Autos parken und man dann zu riskanten Ausweichmanövern gezwungen ist. Und wenn uns das nicht gelingt, das über Ordnungsämter und über Polizei zu regeln, dass sich hier eine andere Kultur etabliert, dann ist die Frage der räumlichen Trennung sicherlich sinnvoll. Der dritte Vorschlag ist die Einführung von des grünen Pfeils sozusagen für Radfahrer. Die Grünen haben ja nicht vorgeschlagen, dass man das an jeder Kreuzung macht, sondern dass man erstmal ein Pilotprojekt macht. Und ich finde das einen sinnvollen Vorschlag. Erstens ist es ein realitätsnaher Vorschlag, weil dieses Abbiegen an bestimmten Kreuzungen, auch bei Rot, findet gegenwärtig schon statt. Und Kollege Greinz, es findet übrigens auch bei Fußgängern statt, dass, wenn kein Auto in der Nähe ist, die auch bei Rot über die Fußgängerampel gehen. Und wenn es in diesem Raum bleibt, gestehe ich, dass ich sowohl als Radfahrer gelegentlich bei Rot nach rechts abbiege, als auch bei der Kollege Greinz outet sich. Na, dann können wir doch mal sehen, ob wir unser Fehlverhalten nicht legalisieren können, weil es doch besser ist, ein Gesetz oder eine Regel, die so und so permanent übertreten ist, vielleicht dann auch an die Realität anzupassen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ja, das Thema Sicherheit, da hat doch der Kollege Gelper schon darauf hingewiesen, dass es in anderen Städten diese Regelung schon gibt und dass es der Sicherheit eher förderlich ist. Weil gegenwärtig haben wir doch die Situation, dass wenn Fahrradverkehr und Autoverkehr zur gleichen Zeit grün bekommt und es dann rechts abgebogen wird, dass genau die unfallträchtige Situation sind und dort auch die meisten gefährlichen Unfälle passieren. Und wir können auch gerne darüber diskutieren, das halte ich auch für sinnvoll, dass man die Grünphasen für Autos und Fahrradfahrer trennt, dass es eine Grünphase für die Fahrradfahrer gibt, solange haben die Autos noch rot und erst danach, wenn die Fahrradfahrer wieder eine Rotphase haben, bekommen die Autofahrer eine Grünphase. Das wird die Verkehrslenkung vielleicht mit dem neuen Chef jetzt nicht mehr blockieren. Das ist ein Thema, darüber können wir auch diskutieren. Aber das müssen keine alternativen Vorschläge sein. Ich finde, wir sollten uns im Ausschuss darüber noch mal ernsthaft auseinandersetzen. Besten Dank.